Was? Du hast. Nee, hab ich nicht. Nee? Hast du nicht? Nein, das ist halt anderes. Ist so auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja. Und ja, ich habe natürlich auch Leute kennengelernt, die finden es natürlich nicht so prall, aber das ist nun mal so, ne? Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Genau, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ab annehmen. Heute wollen wir Hasso Röhr Premium-Pilz testen. Was wir ja eigentlich in den ganzen Videos schon testen. Mit Hasso Röhr Gläsern. Bevor wir damit anfangen, möchten wir natürlich darauf hinweisen, dass mit Alkohol nicht gut ist. Erst ab 18. Genau. Dicke Frauen dürfen das nicht trinken. Die Schwangeren. Don't drink and drive und so. Genau. Und gleichzeitig wollten wir darauf hinweisen, gibt auch gesundes alkoholfreies Bier, Schöldröhr genannt. Gibt es auch die dazu irgendeinen Bierdeckel? Genau, schick die alles mit. Ja. Also gieß mir jetzt erstmal eins ein. Man soll ja auch die Farbe sehen, oder? Ja, ja klar, deswegen ein Glas. Außerdem, wie das so schön perlt. Willst du deins hier eingießen oder perlt das nicht mehr? Meins perlt? Nee. Ach. Also können wir Wasser oder sagen? Das ist eins von den drei großen Brauereien aus dem Osten Deutschlands. Gehört zur großen Gruppe. InBev hat es jetzt aufgekauft. Die Aktien sehen auch ja nicht gut aus gerade übrigens. Wird in Wernigerode gebraut und ist eine der modernsten Brauereien Deutschlands. Und das Bier gibt es seit 1872 und natürlich Harzer Baukunst. Also nach dem deutschen Reinheitsgebot. Genau. Ja, also richtiges deutsches Bier. Frisch, herb. Ja, frisch herb ist nicht ganz so herb wie jetzt Veltins oder sowas. Ist aber auch nicht ganz so lasch wie Warsteiner. Das findet Newton Mittelweg. Genau, denke ich auch. Es sprudelt aber nicht so dolle wie Berliner Kindl oder Radeberger. Also ist jetzt keine Fanta oder Kohlensäure. Ja, ist nicht so. Pause. Trinkt sie so weg, schmeckt ganz gut. Ein Pilz halt. Ja, fein herb auf jeden Fall, ja. Genau. Also eine Malznote schmecke ich jetzt ja nicht. Das Bier, so komisch wie klingt, wenn man dann nur noch ein halbes Bier trinkt oder so am Abend, kann man das nächsten Tag wirklich dann nochmal trinken. Wirklich? Ey, ist kein Witz. Das ist wirklich so. Ah, ist sogar noch Kohlensäure drin, also ist kein Problem. Es gibt ja Biere, die ziemlich schnell an die Kohlensäure verlieren und dann schmecken die natürlich, naja, nicht mehr so doll. Trinkt mal ein Bier ohne Kohlensäure, ich denke mal, viele, die zugucken, die wissen, was ich meine. Boah, das kannst du vergessen. Genauso wie manche Biere, wo der letzte Schluck einfach nur noch scheiße schmeckt. Ja. Hasso Röhr ist übrigens ja Profiteur von der Corona-Krise, als das Verlust gemacht haben. Weil die eher weniger die Gaststätten beliefern. Die gehen mehr auf die Flaschenproduktion und weniger auf die Fassproduktion. Und dadurch haben sie die Corona-Krise auch relativ gut überstanden. Fast wöchentlich gibt es Hasso Röhr irgendwo im Angebot für 8 Euro ja. Die Kiste oder zwei Kisten für 15 Euro. Das ist jetzt nicht das preisintensivste Material hier. Nee. Ich meine, wir sind natürlich voreingenommen, ja. Also das ist jetzt, keine neutrale Meinung. Ich meine, nee, wir sind nicht sehr kritisch in dem Hasso Röhr irgendwann. Das kann man wohl sagen. Ich meine, Lieblingsbier ist Lieblingsbier, ne? Ja. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja. Und ja, ich habe natürlich auch Leute kennengelernt, die finden es natürlich nicht so prall, aber das ist nun mal so, ne? Jeder hat so seinen Geschmack. Die Kollegen haben mal gesagt, danach stinkt, hat man so eine Fahne. Ja. Dann trinken sie lieber was anderes. Ich weiß nicht, ob die Frau jammert, wenn sie dann nach Hause kommen oder was. Aber dann wird es verliehen. Eine Bierfahne, ganz normal. Ich kenne kein Bier außer Wurstpilz, wo du keine Fahne da hast. Rotweiser, da müssen wir aber auch testen, ja? Rotweiser. Mal kicken, vielleicht nächstes Video mal. Ja, wie ist? Was sagt ihr, was ist denn euer Lieblingsbier? Oder wo hat man denn keine Bierfahne? Oder ein Bier, was überhaupt nicht schmeckt oder was viel zu schnell schal wird, wo man sich beim Trinken beeilen muss, das hatte ich auch mal. Hast du noch abschließend was zu sagen zum Hasso Röhr, außer dass er 6 von 5 Sterne verdient hat? Gönnt's euch, wir können es nur empfehlen. Genau. Trinkt mal einen Schluck Hasso Röhr. Genau. Wir haben Aktien dran. So sieht's aus. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, Walter hat wieder was mitgebracht. Oh,
Jetzt natürlich ein lustiges Geschenk, natürlich für Männer, ein Männergeschenk. Was sollen wir Frauengeschenke testen? Macht keinen Sinn. Genau, das gibt es so als Box zu kaufen. Und ich weiß ja nicht mehr, so teuer war es ja nicht. Ich finde das eine coole Idee. Du darfst jetzt eben aufmachen. Für Rico ist immer Geschenketag. Und ich muss den ganzen Mist immer bestellen. Bis demnächst.